Krieg. Die Ungarn haben uns überfallen, aber wir schlagen zurück. Bislang hatten wir auf unserer Seite noch keine Verluste. Zählt man den Händler nicht mit. Aber hey, eine zivile Einheit, die braucht man natürlich, um Gold und Geld anzuhäufen. Aber zählt die wirklich als Kriegsverlust? Ich glaube, in den Augen echter Kriegsherren doch nicht. Da mögen noch so viele Zivilisten sterben, Bauern und Bauersfrauen, Bauersmänner hingemeuchelt werden und Not und Elend erleiden. Eigentlich zählen doch nur die Truppen, die man braucht, um zurückschlagen zu können. Die haben einen großen Wert. Das gemeine Volk, das ist uns egal. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz gemein. Hier in Abendröte haben wir also niemanden verloren. Niemand, der uns irgendwie wert wäre. Wir haben im Gegenteil zwei Feinde vernichtet. Ein Speertrupp, einen Bogenschützentrupp. So weit, so gut. Mittlerweile haben wir eigene Bogenschützen, haben unsere Schleuderschützen abgelevelt. Zumindest die meisten von ihnen haben Krieger. Die können wir noch nicht aufstocken zu Schwertkämpfern. Warum noch nicht? Weil wir das noch freischalten müssen. In 5 Runden links oben zu sehen, die Eisenverarbeitung erforscht dann Schwertkämpfer zu unserer Verfügung. Was wir schon können, ist Eisenminen zu errichten. Das haben wir auch schon gemacht. Deshalb auch den Boost hier bekommen, baut eine Eisenmine. Deshalb wird das jetzt relativ fix. Ich muss mich, glaube ich, entschuldigen für eine Sache. Ich habe ja eigentlich die vielen Erfahrungspunkte in meinem langen Leben schon für einige Skills benutzt. Ich habe zum Beispiel das Upgrade, die Beförderungsstufe Erklärbär, ich glaube sogar Erklärbär Stufe 2 mittlerweile erworben. Und das ist, glaube ich, ganz hilfreich bei meinen Let's Plays. Aber bei der letzten Folge, ich glaube, letzte oder vorletzte, ich hatte eine Sache nicht so präzise erklärt, wie ich es hätte machen sollen. Und zwar diese Eisenvorkommen oder die anderen strategischen Ressourcen. Wie gesagt, die unterscheiden sich in Materialressourcen und in Treibstoffressourcen. Treibstoff, das ist das, was man verbrennt später in Kraftwerken, in Fabriken. Dinge wie Öl beispielsweise oder Uran und so weiter. Das schauen wir uns später an, wenn wir diese fortgeschrittenen Gebäude im Industriezeitalter haben, der Reihe nach. Anders sieht das aus bei diesen Materialressourcen, also bei Eisen, bei Pferde, bei Erdöl ja auch und bei Aluminium ist es, glaube ich. Bei denen ist das so, die braucht man, wie zuvor auch schon, für strategische Einheiten. Und die werden nicht verbrannt, sondern die sammelt man, die werden gelagert und aus diesem Depot, das man insgesamt zivilisationsweit zusammenträgt, daraus nimmt man dann was raus, den nötigen Betrag, wenn man eine solche Einheit produziert. So funktioniert das. Ich hatte, glaube ich, gesagt, die sind endlich und die sind verbrauchbar. Das ist im Prinzip auch richtig, aber ich mache mir ein bisschen nach einer Sorge. Ich kenne noch nicht die Kommentare unter euch in euren beiden letzten Videos, dass das so angekommen ist, als ob die an dem einzelnen Ort, also auf diesem Hügel hier zum Beispiel, verbraucht werden, als ob die da so weniger werden, das Eisenvorkommen, das im Hügel steckt, das ist nicht der Fall. Aber wenn ihr mal links oben schaut mal, da wo die Maus jetzt ist, das ist die Anzeige vom Eisen. Wir haben einen Lagerbestand von maximal 50, sammeln im Augenblick durch diese Eisenmine 2 pro Runde an, durch diese Modernisierung hier. Hätten wir mehr Eisenminen, wäre es mehr pro Runde und den Krieger, den wir hier haben, um aus dem... Ach, das geht dann nicht. Also aus dem einen Schwertkämpfer zu machen, schaut mal da oben, ein Schwertkämpfer benötigt 20 Eisen. Das heißt, 10 Runden lang, das was wir im Augenblick ansammeln, da könnten wir damit einmalig einen Schwertkämpfer bauen. Und wie das mit den Upgrades funktioniert, schauen wir uns nachher noch an. Jedenfalls, und man kann natürlich ganz normal auch über den diplomatischen Handel Ressourcen sich erwerben von anderen. Da hatten wir, glaube ich, das würde ich ganz gerne noch ergänzen, weil es ist ja so mein Anspruch, nicht die ganze Zeit über zu erklären, den Erklärbär zu mimen, aber dann, wenn was aufploppt, das dann zumindest so ein Feature nach dem anderen kurz zu erklären, zumindest in den Grundzügen. Da hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, gesehen, bei Dido war das, glaube ich, die hatte uns ein Handelsgeschäft vorgeschlagen, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, dass man da mittlerweile mit diplomatischer Gunst handeln kann. Mit dieser virtuellen Ressource. Sie hat 15, wir haben 7. Woher entstehen die und was kann man damit machen? Zuerst mal, was kann man damit machen? Man kann die, wie ihr seht, hier tauschen. Das ist die eine Möglichkeit. Man kann die genauso wie Gold als Handelsressource nutzen oder auch so wie man Luxusgüter oder strategische Ressourcen oder ganze Städte handelt. Benutzen kann man die viel, viel später im Weltkongress. Den gibt es ab dem Mittelalter. Kommt eine Zivilisation ins Mittelalter, wird der Weltkongress eingerichtet. Wie der funktioniert, schauen wir uns dann auch an, wenn wir ihn haben, wenn wir den Bildschirm aufrufen können. Dann müsst ihr euch das jetzt nicht vorstellen. Nur ganz grob gesagt, man benutzt dort halt diplomatische Gunst, um Abstimmungen zu beeinflussen. Zu dem Ziel hin, das man selber haben möchte.
Und ja, beispielsweise. Jetzt ist die Frage, wie, und später für den Diplomatiesieg ist das auch wichtig. Jetzt stellt sich die Frage, wie gewinnt man denn diplomatische Gunst? Auf drei Wegen. Der erste Weg hatte ich euch gerade gezeigt, im Handelsmenü, indem man was damit dealt. Der zweite Weg ist, man kann diplomatische Gunst in Einzelbeträgen, durch einzelne Taten erlangen. Dadurch, dass man zum Beispiel einen Stadtstaat, den sich eine andere Zivilisation geschnappt hat, dass man den erobert und dann befreit, also daraus wieder einen Stadtstaat macht. Dadurch erzeugt man sogar ziemlich viel diplomatische Gunst. Oder man holt sich ein anderer Staat hat, ein Staat A hat dem Staat B eine Stadt weggenommen. Und man erobert diese Stadt und gibt sie ihrem ursprünglichen Besitzer zurück. Dann bekommt man auch diplomatische Gunst. Faustregel ist einfach, ähnlich schon wie bei dem Groll, über den wir gesprochen hatten, alles, was sich anständig anfühlt, insgesamt auf dem internationalen diplomatischen Parkett, was so wirkt wie eine gute Tat, das ist auch eine gute Tat. Das haben die Entwickler umgesetzt als etwas, was einem diplomatische Gunst einbringt. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr euch anständig verhaltet, friedlich, anständig, ehrbar, international, dann wird das belohnt dadurch, dass ihr die Gunst der anderen Zivilisationen bekommt. Andere mögliche Taten, wenn eine andere Zivilisation weg ist von der Karte, die wurde komplett vernichtet, alle Städte wurden weggenommen und die ist eigentlich aus dem Spiel ausgeschieden, dann kann man dann, wenn man eine frühere Stadt von denen befreit, die also ihrem Besieger abnimmt und die dann zurückgibt an die ursprüngliche Zivilisation, da kann man ja diese Zivilisation wieder ins Spiel bringen. Und auch das gilt als ein ehrbarer Akt und man wird mit diplomatischer Gunst überschüttet. Und dann gibt es im Weltkongress so Wettkämpfe, durch die man auch Punkte bekommen kann, auch diplomatische Gunst bekommen kann, aber das schauen wir uns wiederum später an. So, das ist die zweite Quelle für diplomatische Gunst, also Handeln im Diplomatiemenü oder einmalige gute Taten machen oder dritte Möglichkeit, man bekommt diplomatische Gunst laufend aus bestimmten Quellen. Im Augenblick schaut mal links oben, erwirtschaften wir +1 diplomatische Gunst pro Runde. Schlicht dadurch, dass wir eine Regierung freigeschaltet haben, die uns genau das bringt. Schaut mal in den Tooltip hier bei der Oligarchie, die wir haben, erhaltet eine diplomatische Gunst pro Runde. Und wenn wir weiter nach rechts gehen, zum göttlichen Recht und zur Monarchie, eine noch fortschrittlichere Regierungsform, dann sind es sogar 2 diplomatische Gunst pro Runde und so weiter. Das ist also eine Quelle für diplomatische Gunst laufend. Oder wenn wir Suzerän sind eines Stadtstaates, dann bekommen wir ebenfalls diplomatische Gunst pro Runde. Oder wenn wir eine Allianz haben mit einer anderen Zivilisation, bekommen wir ebenfalls pro Runde ein wenig Gunst. Und je höher die Stufe ist der Allianz, desto mehr. Das ist die dritte Quelle. Auch da kann man sich einfach merken, je mehr man aktive Diplomatie betreibt, je mehr man einfach macht mit anderen kooperiert, desto günstiger sind die einem gestimmt und das zahlt sich halt mit dieser Ressource aus. Man muss diese ganzen Einzelfälle gar nicht sich im Kopf merken. Und da kann ich den Entwicklern nur dasselbe Lob zollen, was ich schon bei dem Groll gezollt habe. Das finde ich echt gut, wenn einfach ein Feature intuitiv funktioniert. Ich mache was und denke mir, das müsste doch eigentlich Gunst bringen oder das müsste eigentlich Groll bringen und so ist es dann auch. So muss es sein. Beide Daumen hoch. Klasse. So, dann wollen wir jetzt ein paar Bauprojekte noch verändern. Ich habe mir überlegt, das mit den Stadtmauern hier, das lassen wir sein. Wir haben so schnell uns hier geschützt. Ich spekuliere mal drauf, dass die Ungarn jetzt nicht mit Unmengen von Truppen kommen. Warte mit den Stadtmauern noch ein bisschen Poker mal wieder. Wir spielen ja auf dem dritthöchsten Schwierigkeitsgrad Kaiser, da muss man ein bisschen pokern. Und wir setzen mal drauf, dass wir demnächst die Karte Verteidigung, bei den Verteidigungskarten, die Takte Limes freischalten und dann Stadtmauern doppelt so schnell bauen können. Und ich spekuliere mal drauf, dass wir hier, zumindest hier gegenüber an der Grenze zu den Ungarn, die erstmal nicht brauchen und setzt stattdessen mit Absicht, bewusst, wegen der Forschung einen Krieger ein, in 4 Runden fertig. Links oben in 5 Runden der Schwertkämpfer fertig. Den können wir dann zwar nicht sofort umsetzen in einen Schwertkämpfer, aber zumindest haben wir dann vorher noch einen billigen Krieger. Und wir haben ja ordentlich, wir wirtschaften ja ein schönes Plus an Gold. Es wird noch mehr sein, wenn wir demnächst die Karte einsetzen. Die Militärkarte, durch die man 1 Goldunterhalt pro Runde und Einheit spart. Und dann können wir die Upgrades uns schon leisten. Und Ähnliches überlege ich mir auch hier in Morgengold. Auch hier entsteht eine Stadtmauer, das ist nicht direkt an der Grenze zu den Mali. Und im Augenblick bange ich auch nicht gegenüber Tyrus unbedingt. Aber, und die Mali sind ohnehin, die sind ja so schwach derzeit militärisch. Ich nehme die Stadt mal raus.
Und pokere ein bisschen, setze sie auf den Krieger. Auch der wird rechtzeitig fertig sein, bevor der Schwertkämpfer erforscht ist. Anders sieht das aus im Süden, bei Südsonne. Da setze ich mal drauf, dass wir das Monument kaufen werden. Das ist zwar super wichtig, das Monument, weil die vielen schönen Felder alle im zweiten Ring hier liegen. Das Silber-Luxusgut beispielsweise und so weiter. Aber ich spekuliere mal drauf, dass wir uns irgendwann ein Monument kaufen können, dass wir uns das gönnen können und werde die Stadtmauer mal bauen, denn die liegt gegenüber den Ungarn und so schnell würde ich meine Truppen, auch wenn die mittlerweile stark sind, nicht runterbringen. Das würde ich nicht hinbekommen und die Stadtmauer ist ja auch nicht kaufbar. Die müssen wir ohnehin irgendwann bauen. Und da sie uns auch nicht so gut leiden kann, die Werte Dido, ich setze mal da drauf, okay? Den Bau des Händlers wiederum setze ich hier durch, ziehe ich durch. Wir haben zwar auch einen Siedler im Bau, aber in genau 3 Runden können wir nochmal die Regierungsform wechseln. Kostenlos, dann holen wir uns die Siedlerkarte rein. Die haben wir im Augenblick nicht aktiviert und können dann den Siedler schneller zu Ende ziehen. Ich habe auch schon mal mögliche Standorte für Städte eingezeichnet. Der nächste ist hier, das hatten wir ja schon uns diskutiert. Irgendwann will ich hier unten noch eine Stadt gründen. Da fehlt uns aber noch ein bisschen der Blick auf verschiedene Felder. Und das hier ist ein Notfallstandort und der hier ist schon ein bisschen interessanter. Der ist zwar direkt neben einem Vulkan, da kann man nur sagen, ouch, da will man nicht unbedingt Urlaub machen in der Stadt, weil das ja tödlich enden könnte. Bei einem Vulkanausbruch können Bevölkerungspunkte hier abgezogen werden. Und es kann auch sein, dass es Touristen in der Sommerfrische betrifft. Aber es ist einfach zu verlockend, hier neben dem Vulkan zu sein. Denn hier gibt es so viele Gebirge, auch hier, und so viele Hügel drumherum, wo man Terrassenfelder bauen könnte. Und so viele Bonusressourcen hier in der Nähe, die paar Wüstenfelder sind nicht so schlimm. Auf den, übrigens, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, auf den geothermischen Rissen kann man spät im Spiel auch besondere Kraftwerke bauen, die die Erdwärme rausziehen. Also regenerative Energien, die keinen Treibstoff mehr verbrauchen, nicht das Weltklima anheizen und wirklich sehr edel sind. Das wäre auch im Late Game eine coole Sache. So, genug geschwärmt, wir spielen mal weiter. 12 Minuten verquatscht, aber ich höre immer wieder, lese ich in den Kommentaren, WB, erklär unbedingt. Und dann mache ich das halt so. Teilweise erklären, teilweise spielen. Ich strecke es ja. Also, jetzt spielen wir erstmal weiter. Der Krieger hat eine Fortbewegung, mit dem können wir nichts machen. Der setzt eine Runde aus. Den hatten wir eben schlafen geschickt. Das betrifft ihn hier ebenfalls. Eine Einheit hier rechts mit dem Handwerker ziehe ich runter. Auf das Feld, das geht noch nicht. Hier ist ein phönizischer Speer, aber ich würde gerne hier oder hier ein Terrassenfeld bauen. 2 Aktionen haben wir. Solange Magnus hier Gouverneur ist, könnten wir auch den Bau beschleunigen, indem wir das hier abreißen, vielleicht den Siedler uns ganz schnell holen. Das wäre optimal, denn Magnus hat ja, wenn wir die Siedlerproduktionskarte haben, plus 50% Siedlerproduktion. Und wenn wir bei Magnus diesen Vorteil... Oh, nee, das ist es gar nicht. Da habe ich was durcheinander geworfen. Ich dachte, er kann sein, dass er früher den Bonus hatte, plus 50%. Ich glaube, der ist ihm jetzt weggenommen worden. Der hat stattdessen so andere Boni hier, weil er hatte in einem früheren, in einer anderen Stufe, hatte er, glaube ich, früher 50% mehr für Siedler. Aber wie auch immer, die hat er ja, die haben wir ja durch die Karte hier draufgezogen. Übernächste, übernächste Runde vielleicht hier die Steinressource entfernt und wir können vielleicht hier ganz schnell irgendwas fertig setzen, fertig machen. Wir ziehen hier erstmal weiter. Barbaren werden uns angezeigt. Wo sind sie? Ja. Wie gefährlich. Der versucht abzuhauen und wird das wohl auch schaffen. Wir setzen erbarmungslos nach. Wir jagen den Richtung nach oben. Und ich würde auch gerne vorrücken Richtung Pest. Pest. Schaut mal hier, was ist denn Pest los? Gehört noch Ungarn, die Stadt wird von irgendjemand angegriffen. Ich tippe darauf, es sind Barbaren. Das wäre ein Grund, sich die Stadt schnell zu holen. Wir dürfen das ja. Wir haben Groll. Die Frage ist nur, ein Grollvorrat. Das kann uns niemand übel nehmen. Die Frage ist nur, wie wertvoll ist die Stadt? Die bremst, die liegt hier genau in dem mutmaßlichen Pass gegenüber den Ungarn. Wir würden die richtig abblocken. Hier geht ja dieser lange Gebirgsriegel runter. Aber Wüste hier überall, ist die Stadt für uns so attraktiv? Überhaupt gar nicht. Die Gebirge sind schön. Und die können wir weitestgehend auch von Abendröte aus nutzen. Ich weiß nicht. Jetzt raufmarschieren mit allen Einheiten, um Pest anzugreifen. Einfach nur so. Wir können die Stadt auch nachher zurückgeben. Vielleicht gibt uns das auch Gunst oder irgendwas Positives. Wir wollen erstmal ziehen. Wir ziehen mit
Der steht auf einem Hügel oder auf Grasland? Auf Grasland. Wir ziehen mit dem eins hoch. Wir ziehen mit dem Bogenschützen hier rein. Wir feuern. Ja. Und bekommen eine Beförderung. Wir ziehen mit ihm in die Stadt rein. Wir machen das Upgrade auf die Bogenschützen. Ihm setzt man eine Runde aus, der soll mal heilen. Mit ihm können wir nicht kein Upgrade machen. Nächste Runde können wir wieder ein Upgrade machen. Hier haben wir jede Menge Bogenschützen. Ich ziehe mal welche rüber. Und mit ihm hier können wir jetzt am Wald vorbei hier drauf feuern. Eine phönizische Bireme. Sammeln Erfahrungspunkte. Wieder schön Barbaren zu töten. Man sammelt da mal an Erfahrung. Wird zu einem blutrünstigen Biest. Und dafür gut für die nächsten Mordtaten im Dienste unseres Inka-Herrschers. Also hier noch nicht. Hier wollten wir ja in... lass mich nicht lügen. In 2 Runden frühestens. Ah, jetzt blockt er den hier aus. Wir haben noch genau 2 Aktionen. In 2 Runden Regierungsformwechsel, dann die Siedlerkarte, dann Beschleunigung dadurch, dass wir den hier machen. Ich würde gerne ein Terrassenfeld hier anschließen. Das kann auch das hier oben sein. Wir könnten da auch roden. Wir brauchen einfach weitere Handwerker. Hier oben auch ein Terrassenfeld wird auch viel bringen. Das hier bringt gar nicht so viel, das bringt mehr. Wir machen das so, wir ziehen den erstmal hier hin, setzen mit dem aus und werden dann in der übernächsten Runde, nachdem wir die Siedlerkarte haben, zuerst die Steinressource beseitigen, dadurch eventuell den Siedler schon abschließen und dann mit der letzten Aktion hier die Terrasse bauen, und die wird dann einen richtig fetten Boost haben. Was das nächste Geländefeld, was in Cusco dazukommt? Hier. Na, ich hätte natürlich lieber das Feld hier unten. Das können wir notfalls auch kaufen nachher. Ich mache keinen Angriff auf die Mali beispielsweise, weil was sollen wir mit diesen, die nehmen uns nichts weg, was sollen wir mit diesen Wüstenfeldern? Ich hatte letzte oder vorletzte Folge drüber gesprochen, die sind irgendwie nett als reicher Onkel, der neben einem lebt. Wir könnten auch hier runter und da erkunden. Hier kommen wir nirgendwo durch. Können wir uns hier durchschlängeln? Ich würde es zu gerne. Obwohl Nanmandol ist in Krieg mit uns, ne? Nein, nicht mehr. Ach, habe ich die Stadtstaaten verwechselt? Wir sind im Krieg mit irgendeinem anderen Stadtstaat. Mit wem denn? Ach, mit dem anderen Kulturstadtstaat. Mit Mohenjo-Daro. Alles klar. Falls ihr das gepostet habt, ich kenne die Kommentare der den beiden letzten veröffentlichten Videos noch nicht. Falls ich da drauf hingewiesen wurde, ich muss im Voraus produzieren, sonst kriege ich das schnelle Tempo bei den Veröffentlichungen nicht hin. Hier sind wir im Krieg, genau. Ja. Oh, die sind schön weit weg von uns, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Eine Runde weiter. Ziehen die Barbaren hin und her. Den setzen wir hier richtig unter Druck. Von unten kommt, der kann kaum mehr entkommen. Hier ist er in unserer Kontrollzone drin, der kann nur nach oben flüchten und da werden wir ihn uns schnappen. Feuer frei, Beförderung verfügbar. Mit ihm noch nicht. Feuer frei hier drauf.
Jungen, jetzt die Beförderung. Ihr wisst ja, weitere Erfahrungspunkte sammelt man erst dann, wenn man eine freischaltbare Beförderung auch genutzt hat. Im Kampf gegen Einheiten mache ich ihn stärker. Wir können einen Bogenschützen skillen. Er heilt hier bitte aus. Ich frage mich mittlerweile, was wir mit den vielen Bogenschützen da links überhaupt brauchen. Also ich habe echt kein... Wir können die Stadt ja aushandeln in dem Krieg. Ich ziehe mal da hoch und wir schauen mal, ob wir die uns nicht schnappen. Ich ziehe mal hier hoch. Ich glaube, wir sollten vielleicht... Da kommt ein barbarischer Schleuderschützer. Na, vor dem müssen wir keine Angst haben. Genau, die werden durch Barbaren angegriffen. Wisst ihr was? Wir ziehen mit denen einfach hier unten rum. Können ja oft im Weg hier auch raufziehen. Das geht genauso gut. Schau mal, dass wir die Stadt unter Druck setzen. Wir müssen sie ja, wir können sie auch zurückgeben oder sie irgendwie eintauschen oder was auch immer. Das in der nächsten Runde klicken wir hier auf Ressource ernten. Das machen wir noch nicht. Erst brauchen wir die Siedlerkarte. Wir haben von Babylon eine neue Quest bekommen. Eine Eingebung für Drama und Dichtung sollen wir auslösen. Das ist hier, dafür müssen wir ein Wunder bauen. Da sehe ich uns mal ganz, ganz weit von entfernt. Babylon, frisch entdeckt, hat Pachakutek den Krieg erklärt. Mit anderen Worten, da ist anscheinend, sind die Ungarn anscheinend suzerän. So sieht es auch aus. Aber die sind weit weg von uns. Da müssen wir keine direkte Angst vor haben. Aber der seht ja mal, wie gefährlich der Matthias Corvinus ist, wenn er sich... wenn er geschickt mit den diese Stadtstaaten-Feature nutzt. In drei Runden der nächste Bürger. Und in einer Runde der nächste Händler. Ein bisschen was hier aufdecken. Okay. Der kann uns da nicht angreifen. Kommen wir da halt durch. Ich setze mal einfach eine Runde aus. Guck mal, was hier rechts liegt. Da kommen wir nur ganz knapp durch. Eine Runde weiter. Gleich haben wir den Händler und gleich haben wir die kulturelle Errungenschaft, Spiele und Erholung uns geholt. Das ist ein Bogenschütze der Ungarn und ein barbarischer Schleuderschütze. Die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. So, wir haben den Unterhaltungskomplex jetzt freigeschaltet. Die nutzen wir noch nicht. Kolosseum, cooles Weltwunder, echt cool, was sehr viel bringt. Kann man nur neben einem Unterhaltungskomplex bauen. Arena, das erste Stadtgebäude auf dem Unterhaltungskomplex und eine Karte, die im Augenblick noch für uns uninteressant ist. Wir haben zu wenig Spezialbezirke. Wir ändern die Politik. Machen wir aber zum Beginn der nächsten Runde erstmal und schauen uns dann an, dass wir die Ungarn in den Griff bekriegen. Übrigens, wenn ich euch nochmal darauf hinweisen darf, ich produziere jede Menge Gathering Storm Videos im Augenblick für euch. Falls ihr mittlerweile euch sicher seid, dass ihr euch das Add-on holen wollt, ihr findet in der Textbeschreibung des Videos auf YouTube. Neben dem Video, da findet ihr meinen Gutscheincode bei Games Planet, der steht dort. Games Planet, da könnt ihr die digitale Version dieses Add-ons recht preiswert kaufen. Die haben ohnehin schon einen dicken Rabatt. Und über meinen Shoplink kommt ihr dorthin und könnt das dort einkaufen und das Spiel ist dann halt billiger. Und ich habe auch was davon, denn ich bekomme eine kleine Provision aus den Taschen des Händlers, nicht aus eurer Tasche. Das wäre also für euch eine Möglichkeit, Danke zu sagen und eventuell sogar noch mehr Geld einzusparen, falls ihr meinen Gutscheincode nutzt. Der steht doch, der heißt Stormy Daniel. Eine kleine Referenz zum einen vor den Umweltfeatures hier bei diesem Add-on und zum zweiten vor einer Lebedame, die einem anderen Staat überhaupt ein paar Probleme eingeschenkt hat. Und mit diesem Gutschein Stormy Daniel, den kann man einlösen über, ich heiße ja übrigens auch Daniel, ne? Kurz nur zur Erklärung, oh, wie doof, wenn man Gags erklären muss. Über diesen Gutscheincode kann man einlösen über meinen Shoplink und dadurch geht von dem reduzierten Preis gehen nochmal 5% runter. Das funktioniert aber nur bis kurz vor oder kurz zum Nachrelease, das Datum steht dabei. Ihr Lieben, bald geht's weiter und dann schenken wir wiederum den Ungarn einen ein. Macht's gut, tschüss.